Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns den Einhell-USB-Adapter an. Wie heißt er genau? Der heißt genau Einhell TECP18LI USB. Und ja, der hat einmal 5 oder 1 Ampere und 2,1 Ampere. Und ja, den finde ich halt, wenn man so viele Akkus hat, wie ich zum Beispiel, oder wenn ihr es welche habt, dann könnt ihr dafür was verwenden, auch fürs Laden. Ich finde es einfach immer, wenn man einfach ein Handy hat und in einem Akkusystem ist, empfehle ich immer so einen Adapter zu haben. Schauen wir uns gleich Test an. So, danach kommen wir zur Bedienung. Wie ihr seht, es gibt zwei Anschlüsse, einmal 1 Ampere, einmal 2,1. Ihr drückt einfach den Knopf und dann startet der Ladevorgang. Wie ihr seht, fangen beide an zum Laden. Bei S9 braucht 1,5 Stunden, bis es voll ist. Jetzt schauen wir uns an, wie genau oder wie hoch der Ladestrom ist. Wie man sieht, sind wir hier bei erst 0,5 Ampere. Das braucht eine Weile, bis der Ladevorgang richtig beginnt. Der fängt dann nicht sofort an mit 2 Ampere, sobald man ihn ansteckt, sondern der steigt langsam. Und ja. So, ab dem Zeitpunkt habe ich die Geschwindigkeit verdreifacht, dass ihr den Unterschied oder dass ihr einfach schneller seht, wie sich der Ladevorgang aufbaut, wie hoch der maximale Ladestrom ist. Natürlich ist es nicht 100% genau, aber man sieht, erreicht es grob. Aber wenn gleichzeitig das iPad geladen wird mit 1 Ampere und das Handy mit fast guten 1,7 laut der App, da sieht man, dass es um die etwas weniger sind als 1 Ampere. Natürlich ist es nicht 100% genau der Widerstand im Kabel, also zur Ladebuchse und so weiter, bis es in der App das verarbeitet. Natürlich ist es nicht 100%, ja, aber man sieht, dass es eigentlich ziemlich wahrscheinlich erreicht. Wie man sieht, 864 zu 857, wenn beide angesteckt sind, also es gibt eigentlich gar keinen Unterschied, ob man jetzt beide ansteckt oder nicht. Also es leistet auch, wenn beide angesteckt sind, bei beiden die maximale Leistung, die angegeben ist. So, da sieht man die maximale Milliwattstundenzahl, die der Akku leisten kann, ein 2 Ampere Stunden Akku. Wie habe ich das berechnet? Im Prinzip, also einfach habe ich die Milliampere Stunden vom iPad mal 3,7, dann hat man die, sagen wir, Milliwattstunden. Das heißt, wir kämen da auf ungefähr 22 Wattstunden, die man aus einem 2 Ampere Stunden Akku rausbekommt. Dann rechne ich euch nachher nur die Effizienz aus. Und ja, also ihr könnt ungefähr zweimal normales Handy laden mit 3000 mAh mal 3,7 sind um die 10.000, also zweimal das Handy komplett aufladen, sollte funktionieren. Wie ihr sehen könnt, komme ich auf 60%, also könnt ihr dann auf euren Akku umrechnen, wie oft ihr zum Beispiel euer Handy oder euer Tablet laden könnt oder sonstige Geräte. Jetzt werdet ihr euch fragen, wieso kommt man nur auf 21 Wattstunden, wenn man 36 hat? Natürlich, es ist ja ein Transformator mehr oder weniger, der wandelt die 18 Volt auf 5 Volt um, da geht Energie in Wärme verloren, das ist ganz normal. Dann gibt es Widerstände innerhalb von der Einhell-Batterie, innerhalb vom USB-Adapter, Kabel, der Batterie vom Handy, der Buchsen vom Handy, also gibt viele. Und die verschlechtern natürlich, sagen wir mal, die Effizienz von dem Adapter oder vom Akku. Das heißt einfach, das ist der Wert. Ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ich habe noch keinen anderen Adapter getestet, aber ich schätze, dass es ziemlich normal sein wird. Ich glaube nicht, dass es was Schlechtes oder was Gutes ist, einfach ganz normal. So ist es halt, dass Energie verloren geht. Besser gesagt nicht verloren, sondern halt umgewandelt in eine andere Form von Energie, aber die wir nicht benötigen jetzt beim Laden. Kommen wir zur Größe. Also lang ist er um die 7,2 cm, was ich relativ kompakt finde. Breit ist er um die 5,8 und hoch ist er um die 2,7, 2,8 cm, also insgesamt sehr kompakt auf dem Akku. Das passt eigentlich, gibt es nichts zu meckern. So, kommen wir zum Gewicht. Wie ihr seht, 66 Gramm ist relativ leicht, gibt nichts zu meckern, super Wert. So, kommen wir zum Fazit. Für wen ist der Adapter? Der Adapter ist für jeden, der sein Handy oder irgendwas mit USB laden möchte, wo 5 Watt oder die 10 Watt ausreichen, also für ein normales Handy oder für irgendwas, ich lade zum Beispiel mein iPhone über Nacht mit 5 Watt, dann wird der Akku geschont und ja, und andere Sachen, die etwas schneller laden müssen, lade mit 10 Watt, also mit 2,1 Ampere, dann geht es relativ schnell. Also im Prinzip ist es Gerät für jeden,
zu empfehlen, der sowas benötigt. Also wer es nicht benötigt, natürlich braucht es nicht, aber für das Geld kann man nicht meckern. Also einfach kaufen, wenn man im eigenen System ist und fertig. Danke mir fürs Schauen, wünsche euch frohe Weihnachten und ja, servus, danke, ciao.